Abballot. Eins. Wow. Hey, das reicht schon. Hallo. I like to move it, move it. Hallöchen. Popöchen. Und herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video. Ich bin gerade zu Besuch bei Paula. Ich habe nämlich mir gedacht, ich überrasche sie und bin gestern hier angekommen. Und da wir wissen, dass ihr es liebt, wenn wir zusammen Videos drehen, haben wir uns heute hier versammelt und uns etwas überlegt. Und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass wir sehr gerne Spiele spielen und die dann irgendwie in Verbindung mit Make-up bringen. Und Isabel hat gestern ein wirklich verrücktes Spiel gefunden. Und es könnte sein, dass wir heute ein bisschen Make-up ins Gesicht geklatscht bekommen. Genau, wir haben nämlich das Ganze so ein bisschen zweckentfremdet sozusagen. Ja. Normalerweise macht man hier Sahne drauf und dann drückt man hier so. Oft drauf. Und dann schießt es irgendwann los. Man weiß natürlich nicht, wann das losschießt. Es gibt dafür auch extra einen Würfel. Genau. Wir werden dann nacheinander würfeln. Genau. Und wir dachten, damit wir das halt irgendwie so mit Make-up verbinden können, werden wir die Make-up-Produkte hier drauf machen, unser Gesicht hier reinlegen und dann pfeffert uns das ins Gesicht. Bitte fragt einfach nicht, warum wir auf solche Ideen kommen. Nein. Wir dachten, das könnte einfach irgendwie witzig für euch werden. Für uns wahrscheinlich eher wenig. Und deswegen würde ich sagen, spielen wir einfach eine Runde. Klatschen wir uns Make-up. Hey, wir klatschen uns Make-up ins Gesicht. Ja. Das passt ja voll gut. Make-up-Klatsch. Make-up-Klatsch, genau. Und let's go! Okay, wir fangen natürlich mit dem ersten Step an und zwar mit Primer. Und wir haben da einen ganz besonderen. Genau, wir haben sogar zwei Stück davon. Und wenn ihr den nicht kennt, dann kennt ihr uns auf TikTok, glaube ich, ganz ehrlich. Das ist nämlich von einer österreichischen Marke, Look by Bipa, ein Schaumprimer. Wir haben unsere Lätzchen vergessen. Wir brauchen unbedingt noch Lätzchen. Weil wenn wir das Make-up auf die Kleidung kriegen, wäre das echt schade. Wir können uns einfach wie so eine Mumie. Hey, cool. Aber wie machen wir das? Ich glaube, das wird ziemlich messy, das Ganze. Ich glaube auch. Das wird so witzig. Ich verabschiede dich jetzt schon mal von deinem Pullover. Ja, wenn ihr öfter solche verrückten Make-up-Videos sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren und natürlich dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Einfach aus Mitleid für unseren Schmerz heute. Für jeden Klatscher ein Like. Bei 500.000 Likes ziehe ich nach Wien, weißt du noch? So, okay. Okay, wir sind ready. Das heißt, hier auf dieses Klatsche-Ding kommt jetzt der Schaumprimer drauf. Genau, ich hoffe, das sieht man gut. Oh, das war der auch so stinkt. Ich hab's so Angst. Mach schon. Oh, der ist schon alt. Schon gekleckert. Oh, der stinkt so nach Fisch. Das ist... Seht ihr das? Das ist so ekelhaft. Wir hätten das vielleicht machen können. Also naja, nein, passt. Was denn? Ich dachte, wir sind gerade nach dem Würfel. Okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Wie, jetzt nehmen wir den Würfel nicht? Achso, wer anfängt? Ja, okay. Ja, sonst ist keine Ahnung. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Okay, warte, du musst anfangen. Wo würfeln wir? Okay, soll ich mit dem Handy immer so mit? Achso. Oh, wir machen einen Handywürfel. Ja, okay, wir downloaden uns gleich kurz eine Handy-App. 5000 Jahre später. Das sind Spiele, die spielt man noch gerne mit Freunden. Ja. Aber soll es dann auch bis 6 gehen? Achso, es soll, warte, bis 3. Ja, dann machen wir bis 6, dann geht's vielleicht, dann dauert es nicht so lange. Ach, gute Idee. Okay, ich habe jetzt hier so eine Handy-App gedownloadet. Ey, kann diese Werbung? Downloaded. Also, genau, hier ist jetzt eine Handy-App, das ist ein Würfel und Paula würfelt jetzt. 5! Ach, du Heilige. Okay. Außerdem, wir haben das vorhin schon gestern ausprobiert und das tut richtig weh, das tut dir richtig so ins Gesicht, so. 1, 2. 3, 4, 5. Oh nein! Oh mein Gott, mein Herz ist gerade. Oh, mein Herz nicht ist stehen geblieben gerade. Oh, das okay. War so. Ich hab so Schiss. Okay, Mama. Ich will das nicht spielen. Machen wir weiter. Ich habe eine 2. Oh, langweilig. Oh, ich habe auch so einen drauf gedrückt. Okay, geil. 3. Oh, vielleicht habe ich Glück. Man hat so Angst, gell? Wir machen
machen das jetzt aber so, dass wir das dann noch so verblenden dürfen. Nein, komm schon. Das haben wir vorhin besprochen. Echt? Jetzt gar nicht? Aber das wird aus dem Auge wischen. Oder sollen wir würfeln, wie viele Sekunden man das verblenden darf? Okay. Ja? Wir können das ja jetzt nicht einfach so lassen. Deswegen würfeln wir jetzt immer nochmal. Und zwar das, was rauskommt, also von 1 bis 6, das sind so die Sekunden quasi. In denen ich das Ganze dann verblenden darf. Okay. Zwei Sekunden. Okay, warte. Sag mir bestimmt. Aufsätze, okay. Fertig, los. 1, 2. Okay. Vielleicht, ich darf übrigens normal. Angeber. Vielleicht zieht das noch ein. Deine Augen. Ich mein. Aber wenn es wehtut, dann mach natürlich. Nein, weg. Das ist eine harte Make-up-Challenge. Aber wenn es brennt oder so, darfst du es natürlich wegmachen. Jetzt auf einmal auf genügend. Boah, das ist ja richtige Sauerei. Geilste Make-up-Spiel. Wenn jemand von euch das nachspielt, dann bitte taggt uns. Aber spielt es nicht nach. Das nächste Mal spielen wir es einfach mit Kaka. Falls ihr unser anderes YouTube-Video anschauen wollt bei 500.000 Likes, ja, spielen wir das Spiel mit Kaka und Fäkalien. Ah, es brennt schon ein bisschen. Ja, mach mal. Egal. Guck mal, ich reiß dir ein bisschen von meinem ab. Also wir erlauben das Powder. Das wird mir genehmigt, dieses Tuch hier. Also sonst, man weiß ja nicht, wie sonst das Auge ist und so. Man hat nur ein paar Augen. Okay, also bei mir fühlt sich der Primer ehrlich gesagt ziemlich gut an. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, reißt mir noch in die Augen. Okay. Oh nee. Jetzt übrigens kann man das einfach wieder so, ich zeig es euch mal so, man kann es einfach wieder so runterdrücken. Und jetzt kommt Foundation. Ich glaube, das ist am allerschlimmsten. Ganz ehrlich, das ist am schlimmsten. Ich glaube, für dein Back. Den putzen wir dann auch einfach. Ja. Also bitte nach dem Video auf Paulas Kanal switchen, damit sie sich einen neuen Hintergrund kaufen kann. Die Foundation ist komplett neu noch. Okay, die kommt jetzt hier. Ich habe immer schon das nicht auf dem Unterstell dir vor mit Film. Okay, die Foundation kommt jetzt hier drauf. Das reicht. Mann, die rinnt schon richtig. Das sieht übrigens so aus, Leute. Okay, soll ich jetzt anfangen? Ja. Und eine 6. Oh, scheiß die Wand an. Karma. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Ja. Ich habe so Angst. Mach die Augen zu. 1. 2, 3, 4, 5, nein! 6. Nein! Oh, wenn du jetzt eine 6 kriegst, das wäre der beste Tag meines Lebens. Soll ich es auch so? Das ist doch alles unfair hier. Bitte eine 6. Eine 4. Das wird hundertprozentig jetzt. Warte, wir müssen schauen, dass es... Ich kann das alles nicht. Warte mal. Hey, da kam gar nicht so viel Foundation runter. Hey, warum habe ich sie abbekommen? Das ist eine Sabotage. Das zählt nicht. Das ist gemein. Das ist so ekelhaft. Mama. Du musst noch würfeln, wie lange du es verblenden darfst. Okay, bitte 6. Nur 3 Sekunden. Ich mache mir übrigens ganz gemütlich und ich habe auch alle Zeit der Welt, weil ich bin cool. Okay, warte, ich mache mal ein bisschen mit den Fingern, oder? Ja, du kannst auch Sponge nehmen. Aber 3 Sekunden. Ich mache mit den Fingern. Okay, auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3. Dir rinnt was aus der Nase. Das ist aber keine Foundation, kein Primer. Das ist mein eigenes Sekret. Ich brauche einen Sponge. Ich brauche einen neuen Napf. So, Paula bereitet jetzt unsere nächste Klatsch-Dingsens vor. Als nächstes Concealer dran und da haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Und das ist, falls ihr das nachspielt, auf eigene Gefahr. Ja, wirklich. Denn, willst du erklären? Ja, wir nehmen uns jetzt die Concealer und binden sie hier an das Spiel dran. Warte, wir können vielleicht so. Seht ihr das? Also, dass sie quasi so dran kleben und uns dann so ins Auge schießen. Ins Auge ausstechen. Das Ziel in diesem Spiel ist es, zu erblinden. Bis einer weint. Wir wissen schon, wer das sein will. Ja, du. Hi.
Also bei mir ist die Foundation richtig gut ausgeblendet. Das hat super funktioniert. Ich habe auch die perfekte Menge bekommen. Oh, das ist so witzig, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nur weil mein Make-up in 3 Sekunden besser ausschaut als dein. Der Diss. Hey, Schlawiner. Ist es zu weit unten? Die hängt gleich schon. Wir sind so kreativ. Wow. Wow. Okay, ich hebe ihn. Kann nicht aufhören zu lachen. Das ist so dämlich, das Spiel. Vielleicht, wenn Leute so Hate-Kommentare schreiben, ihr klatscht euch so viel Make-up ins Gesicht, vielleicht meinen die das so. Verstehst du? Jetzt klatschen uns wortwörtlich Make-up ins Gesicht. So. Das ist jetzt die Concealer-Todesklatsche. Genau, seht ihr das? Voll kreativ. Hey, vielleicht kann das so eine neue Concealer-Innovation sein. Innovation? Ja, ist das richtig? Innovation. Innovation. Oh. Upsi. Okay, Paula darf anfangen zu würfeln. Eine 6. Aber das kann auch gut sein. Ja, das kann gut sein. Ich will nicht. Mach deinen Kopf wirklich ganz bisschen nach hinten. Nicht, dass es dein Auge wirklich aussticht. 4, 5, 6. Oh, Jesus. Tu die Augen ganz fest zu. Oh, ich habe uns richtig gewürfelt. Tu die Augen ganz fest zu. Ich glaube, man kann schütteln. Echt? Stimmt doch gar nicht. Tu die Augen ganz fest zu machen. Bitte eine 1. Und jetzt nicht. Eine 2. Das schaffe ich, glaube ich. Augen fest zu machen. 1. Nein. 4. Ja, ich krieg's jetzt sowieso wieder auf. Was? Ich glaube, wir müssen Concealer einfach wieder drauf machen. Das, also, leider ist unsere Konstruktion gescheitert. Was machen wir jetzt? Ist jetzt die Frage. Du darfst jetzt einfach keinen Concealer benutzen. Nee. Doch. Oder wir machen es neu und machen flüssigen Concealer oben drauf. Also, wir haben jetzt einstimmig entschieden, dass Paula keinen Concealer benutzen darf. Ja. Und ich nehme mir einfach mal das hier raus. Vielleicht ist es eigentlich eh besser für dich. Das nächste Mal filmen wir wieder bei dir. Und ich benutze einfach Concealer, so wie ich das immer mache. Am Ende könnt ihr dann abstimmen, wer von uns besser aussieht. Mhm. Safe eh ich. Nein, Spaß. So, erzähl uns was, Paula, während ich ganz entspannt meinen Concealer auftrage. Side-Eye. Side-Eye. Du wurdest jetzt auch kein einziges Mal abgeschossen. Ja, voll gut, gell? Ja. Oh je. Okay, Leute, ich glaube, das ist so in Ordnung. Ich hab nicht... Was hat er dir getan? Der Clown. Okay, ich lasse es jetzt so. Als nächstes... Sag mal, was ist denn heute los mit uns? Als nächstes kommt flüssiger Blush, oder? Bronzer. Ah ja, klar. Bronzer. Bronzer. Und da haben wir diesen hier. Ich hab den in die... Sollen wir dann so die Backe hinhalten? Ja. Und dann ist nur eine Seite dabei. Dann muss derjenige zweimal ins Gesicht geschossen kriegen. Oder man muss das Produkt für beide benutzen. So machen wir, oder? Okay. Okay, und der ist richtig flüssig. Mhm. Ich mache richtig viel. Wow. Hey, das reicht schon. Hallo. Hallo. Also, Entschuldigung, aber das kriegst jetzt aber mal du. Das kriegst jetzt aber mal du. Ich hoffe ja nicht. Oder? Ich muss anfangen. Du, ja, du. Hoffentlich wirklich was Hoches. Okay, und go. Eine 4. Du, da habe ich ja gar keine Angst. Halte die Backe. Ah ja. Ey. Ich bin Profi in dem Spiel. 2. Sabalot! Kriegst du es? Ich krieg jetzt eine 1. Hol schön die Backe hin. Ich spiele nicht mehr mit. Ich mag nicht mehr spielen. Du hast so viel drauf. Ich dachte, du kriegst es. Sieht aus wie Kaka. So ganz Auge. Neue Wimperntusche. Aber warte mal, ich muss würfeln. Was, wenn ich jetzt eine 1 kriege beim Verblenden? Irgendwas brennt in meinem Auge. Bitte eine 6. Eine 3. Leute, dafür brauche ich aber einen Spiegel. Hilfe! Das war so nicht geplant. Da hängt einfach so ein Stück Kacke in meinem Wimper. Lass es einfach so, sieht eh gut aus. Das ist nicht fair. Oh, ich dachte, du kriegst es. Ich war mir so sicher. Okay. Das mache ich ganz kurz weg. Das ist der Inbegriff von Karma. Okay, aber ich habe schon einen Plan, Leute. Okay, ich habe einen richtig guten Plan. Plan.
Okay, auf die Plätze, fertig, los. Eins, zwei, drei. Das war der beste Plan, den ich gesehen habe. Also, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich glaube, wenn du noch so 4 Sekunden gehabt hättest, dann hätte es vielleicht geklappt. Ich wollte nämlich alles Produkt auf den Pinsel machen und dann so ganz bisschen nur, aber das ist pigmentierter, als ich dachte. Och Mensch, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Du kannst jetzt gar nicht mehr gewinnen. Weißt du doch nicht. Eigentor. Ganz schön gemein. Aber wenn ich zum Verblenden bei Blush eine 6 bekommen würde. Ja, dann könnte man es wieder retten, theoretisch. Mhm. Das ist, und jetzt kommen wir nicht Blush. Genau. Dann wird diese wunderschöne Peach-Farbe. Natürlich wieder in Liquid-Form. Okay. Ja, ist eine gute Menge, würde ich sagen. Kleines Häufchen haben wir da drauf gemacht. Hier, ganz bisschen. Oh, okay. Ich starte. Genau. 5. Och, Mensch, des Kinders. Oh, so mutig geworden. Okay. Das kriegst jetzt wieder du. Eine 3. Das könnte sich... Ich mach's vielleicht... Könnte spannend werden. Soll ich hier, Leute, oder hier? Dann wäre es vielleicht ausgeglichener. Ich glaube, ganz ehrlich, sind beide Seiten schon so. Okay, Leute. Hoffentlich eine 6. 4. Eine 4. Jetzt kriegst du es in die Fresse. Das hat richtig geschneit. Ey, aber schön eigentlich. Oh Mann, ey. Jetzt einfach mal würfeln. Hoffentlich eine 1. Oh, sag mal. Gib mal meinen Pinsel her. Ja. Servus! Ich darf ja jetzt ganz normal Blush auftragen und wenn ich diesen Blush verblende, dann verblende ich zufällig noch diesen Bronzer, weil das liegt ja genau an der Stelle. Hey. Und dann kann ich es ja eh ausbessern. Aber nicht, das ist aber unfair. Wer sagt denn sowas? Dann darf ich das nächste Mal aber auch meine Foundation Blush ausbessern. Kommt ja hier hin. Nein, weil Foundation kann man hier, also was ja, aber Blush kommt nur hier hin. Ja, und nicht da, nicht bei dem hier da. Und hier. Und dann verblende ich hier meinen Blush. Ich brauche einen anderen Pinsel. Das ist ja geil. Oh, ich brauche auch einen anderen Pinsel. Haben wir vielleicht Sponges? Kurze Werbeunterbrechung. Okay, wir haben jetzt hier saubere Sponges und Paula hat jetzt 5 Sekunden Zeit. Also, auf die Plätze, fertig, los. 5, 4, 3, 2, 1, stopp! Hey! Oh, yes! Voll gut. Okay. Das soll mir noch einmal jemand sagen, dass ich lange brauche, um mich zu schminken. Okay, und ich habe den Blush hier auch ausgeblendet und noch auf der anderen Seite schnell. Okay, du hast es wirklich brav gemacht. Hey! Sag mal. Das sieht cool aus, als würde so einen Teller runter so drippen. Auslachen gilt nicht. Kann ich kurz in den Spiegel, bitte? Hey, ich lasse mir jetzt extra lang Zeit. Also hier kommt Blush. Ah, warte, ich kann schon mal den nächsten Step vorbereiten. Ah ja, voll gut. Wir machen nämlich jetzt Highlighter. Ja. Oder ist der unnötig? Nee, Highlighter ist super. Highlighter. Und natürlich wieder flüssigen. Ich gebe ihn weiter nach oben, dann kommt er hier so auf den Dings. Wow, ich kann mich so also gut ausdrücken. So ist so ist fair. Unten habe ich nicht geblendet, so aber fair. Hier oben. Ich verwende diesen hier. Ah. Aber warte, nein. Ich habe einen besseren. Einen noch flüssigeren? Flossigeren, ja. Flossigeren. Oh. Ich fühle mich jetzt... Wären wir bei so einer Kinderparty mit diesen Lätzchen. Leute, ich versteigere diesen Pinsel auf eBay. Oh Gott, du bist ja sehr langweilig heute unterwegs. Also soll ich mehr? Ja. Bisschen? Das ist echt langweilig. Sollen wir noch so Puder reinkratzen? Okay. Rein. Ey, oh nein! Das wird... Ich mache eine Todesmische. Ach, du Heilige. Okay. Jetzt habe ich Angst. Wer kommt als erstes dran? Ich glaube ich. Okay. Okay. Oh, ich habe schon gewürfelt. Eine 6. Oder soll ich nochmal? Also ich bin dran gekommen. Aber mir ist wurscht. Wie willst du? Nochmal. Okay. Eine 6 auch. Du wolltest aber... Du wolltest bestimmt, dass ich was wenigeres würfel. Okay. Seid ihr alle im Bilde? 1. 2. Oh Gott, das fliegt jetzt schon auseinander. 3. 4. Das war schon? 5. 6. Ah, oh, sorry. Also das ist Schimmeln auf höchstem Niveau. Hm. Trotzdem nichts passiert. 4. 4. Boah, das könnte... Ich weiß nicht. 1, 2, 4. Hey! Das ist richtig weh. Was hast du immer mit deinem Auge? Hey, schöner schöner Augenbrauen-Highlight. Eigentlich ist es die perfekte Stelle, oder? Muss gar nicht verblenden. Jetzt noch würfeln. Ah, ja. Wie viele Sekunden? Ich wette, jetzt kommt 1. Ich habe das im Bauchgefühl. Ah! Oh, 6 Sekunden voll. Ah, gut. Das geht easy. Ja. Hey, voll cool. Jetzt kann ich Produkte ein bisschen von hier nehmen. Ja, stimmt.
Dann verschwenden wir gar nichts. Ja. Spiegel bitte. Spiegel? Das schaffe ich. Okay, auf die Plätze, fertig, los. 1, 2, 3, 4, 5, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp! Ey, siehst aus wie in Frankfurt, die Mädels. Nein, Spaß. Kein Frankfurt. So dumm. Kein Frankfurt Shade hier. Ich mache nur ganz bisschen hier. Oh, der ist ja auch wirklich dunkel. Mhm. Okay, ich verblende den trotzdem. Ich benutze einfach nicht so viel. Aber ganz ehrlich, das sieht. Also von nah sieht Katastrophe aus, aber von weit weg wird es keinen ausfallen. Aber nur hier ein bisschen. Aber sonst sieht es gut aus. Bisschen unter die Augenbrauen, Leute. Hey, ich hab nur einmal gehabt. Und du hast nur den Bronzer? Ja, klar. Nur den Bronzer hatte ich. Und es sieht trotzdem so blöd aus. Ich habe mehr erwartet von einer Freundschaft. Bin nur ehrlich. Ich flieg dann wieder weg. Nein. Was ist als nächstes dran? Jetzt kommt Puder. Ey Leute, das wird jetzt so witzig. Oh mein Gott. Du magst doch viel Puder. Ja, stimmt. So viel verwende ich eigentlich eh. Okay. Du darfst anfangen mit Würfeln. Oh, 4 kann man nicht so einschätzen. Also ich glaube... Oh, langweilig. 4. Boah, es wird spannend. Knapp. Oh, Leute. Schon wieder ich. Ich bin immer dran. So Angst. 6. Ja, was wo jetzt wohl passieren, ha? Huh? Langsam, was? So ein Scheißspiel. Ist wirklich so lustig. Okay, noch eine. Nee, ich will hier nichts abbekommen. Du bist so der Loser in diesem Spiel. Das sieht aus, als hättest du gebackt oder so. Ich sehe so schlimm. In meinen Atemwegen. Ich auch. Ein blödes Essenspuder. Wie findet ihr Paulas Look? Hey, du siehst eigentlich total schön aus. Es rieselt so. Jetzt musst du noch würfeln, wie viel du verblenden darfst. Bitte 1. Du darfst nur eine einzige Sekunde okay, verblenden. Okay, aber dann gib mir den größten Pinsel, den du finden kannst. Den größten? Und du sagst so 21, okay? Warte, ich muss brauchen einen Spiegel. Okay, seid ihr alle bereit? Auf die Plätze, fertig, los. 1. Aber bitte länger hier. Juckt schon wieder. Ich glaube, Paula wird dieses Spiel nie wieder spielen. Ich dachte, kann ich das niesen. Stell dir vor, Polizei kommt ja rein. Was haben sie gemacht? Nix. Nix. Es geht, glaube ich, jetzt weiter. Tatsächlich mit Lidschatten schon. Weil wir haben ja Blush und sowas gemacht. Fühlst du dich mental bereit weiterzumachen oder wie geht's dir? Wir müssen das gar nicht, ich kann durchgehend drücken, wir müssen das gar nicht würfeln, weil es kommt so immer nur ich dran. Okay, hier mit die eine sehr bunte Lidschattenpalette, die passt eigentlich am besten. Das könnten wir mit dem Pinsel machen, die könnten wir länger dran machen. Ah ja? Da wollten wir so Pinsel nehmen. Stimmt. Und dann hier so dran binden und dann können wir die ein bisschen länger machen und dann trifft man das hundertprozentig. Ja, gute Idee. Warte, wir können mal ausprobieren, wie lang wir sind. Okay. Boah, Leute, das wird noch im Krankenhaus enden hier. Komm darauf nicht klar, wie viel Pech du heute hast. So, okay. So, weißt du was, du darfst auch eine Farbe entscheiden. Pink. Langweilig. Jetzt. Wir wollten blau haben. Nimm doch gar nicht. Viel, oder? Ja, ganz viel. Ah, nee, du bist ein Pink. Ja, das passt schon. Okay, also die sind jetzt aufgeladen, sozusagen, mit sehr viel Produkt. Ich glaube, ich darf wieder anfangen, oder? Hey. Wo bist du denn gelandet? Okay. Und go! 3. Ey, langweilig. Augen zumachen. Ich hab so Angst. Das ist typisch. Das ist härteste. Das ist gefährlich. 3. Oh, das macht's wieder spannend. Oh, ich hab so Angst. Mein Herz klopft so krass. Ich hab Angst, dass es weh tut. Ich auch. Und? Also ich bin drauf gekommen, aber ich habe nicht so gedrückt. Wie, du kannst entscheiden. Okay, ich mache einfach nochmal. 3. 2. Okay, Leute. Ich habe so Schiss. Mach die Augen gleich zu. Ey, nicht schon wieder. Eh besser, weil du bist empfindlicher. Stimmt. Ich bin ganz versinken. Jetzt kommt, ich spür's. Oh, doch nicht. Funktioniert. Voll gut. Das ist jetzt mein Lidschatten.
Du willst noch verblenden? Ah ja! Ah ja, du darfst noch würfeln noch einmal. Das hat mich nicht so gut getroffen. Nee, der ist eigentlich... Naja. Boah, hier ist so viel Puder in der Luft, Leute. Ja, fünf. Boah, 5 Sekunden. Ja, dann mit dem da? Ja, genau. Auf die Plätze, fertig, los. 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Ah ja, geht der voll. Ich mache jetzt ganz schnell, Leute. So einfach ganz schnell ein bisschen. Und ich tue schon wieder das nächste vorbereiten. Ja, perfekt. Und zwar... Das ist jetzt das allerwichtigste. Eyeliner. Oh mein Gott, Eyeliner, stimmt. Ich dachte, wir sind schon bei Lashes. Nö, das ist das nächste. Eyeliner, aus den Eyelinern wird jetzt wieder eine Todesmaschine gebastelt. Oh nein, ich hoffe, da kriege ich es nicht. Ich hoffe es so sehr. Es hat aber zum Glück nicht wehgetan übrigens. Das ist sehr gut. Es war genauso, dass es einen nur so leicht berührt hat. Aber die sind ja auch weich. Die sind hart. Weißt du, ich meine? Ja, deswegen kriegst du den ja jetzt. Hey, ich glaube, das ist das witzigste Spiel, was wir jemals gespielt haben. Das ist das belämmertste Spiel. Wir haben das letzte Mal Kackerfang gemacht. Okay. Falls ihr das nicht gesehen habt, unsere Videos sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Deswegen, falls ihr irgendein Video verpasst haben solltet oder nochmal anschauen wollt, guckt einfach unten in die Infobox. Ich könnte mir Kacke und Furz jeden Tag anschauen. Unbedingt, ja. Okay, ich habe jetzt keinen Schimmerton, aber ich denke, das passt. Ich mache noch ein bisschen Gelb hier vorne. So, das passt dann auch. Okay. Ach, du Heilige. Leute, das ist der Endgegner. Ich glaube, das wird dich hier so treffen. Du musst relativ weit unten sein. Warum ich? Vielleicht trifft dich das. Ich tue schon du so manifestieren hier. Ja, ich glaube auch. 5. Ja. Hey. Ja. Mir fällt gerade auf, ich habe echt noch einen richtig wichtigen Termin jetzt. Der Lidschatten ist voll schön geworden. Danke. Und go. Das wird dich jetzt treffen. Du die Augen gescheit zumachen. Endlich bist du mal wieder dran. Nein, wir sind Bros. Der wird das nicht machen. Hey. Ich hab... Boah, man guckt den einfach so hin. Ja, man guckt diesen Spitzen voll ins Gesicht. Die starren dir in die Seele. Warte kurz. Ich will das mitfilmen. Ich hab Angst. Unfair. Schön. Und jetzt so, Sommersprossen. Und jetzt Leberflecken. Und jetzt schauen wir mal, wie weit du es ausbessern darfst. Okay. Ich glaube, wir haben uns das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Das. Okay, hier nimmt der einen. Gibt's ja nicht. Okay. Ja! Was ist denn hier los? Es ist hier so messy. Was ist denn hier los? Was ist hier denn los? Was machst du? Okay, Leute, ich muss mir einen kurzen Plan überlegen. Ich nehme davon ein Stück. Okay, welcher ist schlimmer? Ich glaube, der fette. Aber hey, Eyeliner super getroffen. Zumindest nicht das Auge ausgestochen. Ja. Hier. Ich darf jetzt einen Eyeliner machen. Okay. Okay, auf Plätze, fertig, los. 1. Das sieht ja noch schlimmer aus. Das sieht gar nicht mehr aus wie ein Leberfleck. Schrecklich. Ja, rette nur, was noch zu retten gibt. Bei dir gibt's gar nichts mehr zu retten! Ich hab's eh schon verkackt gerade. Vielleicht kannst du einen Graphic Eyeliner machen, damit die Leute von dem Rest abgelenkt werden. Also bei mir ist wirklich nur der Bronzer so. Ah ja, diese Flecken sind... Vielleicht hätte ich einen Dalmatiner machen können. Würdest du ganz viele dazu malen können, schnell. Stimmt, ja. Aber in einer Sekunde. Ich hätte ganz viele in die Hand nehmen müssen, also zuck. Okay, Eyeliner ist fertig. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt, unserem Lieblingsschritt, weitermachen. Und zwar Lashes. Da habe ich jetzt gerade schon Lash-Kleber. Und die geben wir jetzt einfach nur so irgendwo hin, oder? Ja, also die legen wir jetzt so drauf. Und dort, wo es ins Gesicht fetzt, die Lashes, da müssen wir sie bleiben, auch ankleben. Ja. Okay, das wird, glaube ich, sehr witzig. Wir müssen nur drauf schauen, dass es nicht kleben bleibt auf diesem Ding. Ja, ja. Oh. Ah. Sag mal. Klumpert. Also, oh, Jesus. So, warte, ich mach mal die Würfel schon mal. Ich glaube, jetzt bist du wieder dran. Mit dem Würfelspiel. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie lustig ihr das Spiel findet. Von einer Skala von 1 bis 0. Von 1 bis 10. Okay, das wird so witzig jetzt. Schwitzt du auch so ein bisschen? Ja, ist heiß, oder? Ja. Computer, stelle die Temperatur auf 15 Grad. Die Wärme ist auf 15 Grad gestellt. Oh. Okay. Ich brauche Energie. Ich bin dran. Gib her. 3. Oh. Du bist okay, ich bin und ich habe 1. Oh, ich will immer hier drücken. Yeah. Der blöde Kleber. Guck mal, die wollen schon, dass sie auf dir kleben. Ja, wirklich. Spielt's aber heute nicht. 2. Kleber niedrig. Oh. Interessant. Sag mal. Okay. Yes. Mist. Das wird jetzt für dich. Ich
Das ist ein bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. Ich habe noch 3 Stück. Aua! Ah! Voll auf meine Darf ich jetzt keine machen? Anscheinend nicht, dann nehme ich sie. Okay. Ich darf leider keine Lashes jetzt machen. Vielleicht besser, als wenn sie dir irgendwo hingehen. Stimmt. Ey, das hat voll auf meine Nase. Meine Nase war ein bisschen zu weit vorne. Sehr gefährlich hier. Keine Lashes. I like to move it, move it. Deine Augen sehen voll schön aus. Die ist irgendwie verbogen. Wahrscheinlich von dem ganzen Rumfliegen. Was kommt als nächstes? Blüten. Lippenstift. Sind wir schon bei Lippenstift? Ja. Ach du Heilige. Oh nein. Und zwar haben wir hier einen. Sollen wir uns da so eine Lippe aufmalen? Ja. Wir haben hier einen roten, weil wir dachten, rot ist am besten. Und jetzt male ich hier einfach eine rote Lippe auf. Oh, das ist gar nicht so leicht. Vielleicht muss ich doch einfach nur Produkt dahin machen. Das ist nicht so leicht, Leute. Ich bleib einfach mit der gekrümmten Wimper. Wieso so weit oben? Da klatscht er die Nase hin. Oh. Hey, dann passen wir aber dazu. So? Ja, perfekt. So ein bisschen wie in der Hexenküche. Beginne ich oder du? Du. Okay, das wird sehr interessant. Wir haben nicht aufgenommen. Ey, und los! Eine 3. Mann, ey, ich hasse so. Tust du die Lippen so? Irgendwie will ich ihn haben. 4. Oh Mann. Du kriegst die. Nein, vielleicht würfel ich jetzt eine 1. Oi, du kriegst ihn, 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 du kriegst ihn. Ich stelle mir einfach vor, es wäre Damon. Ich meinte Sinan. Hey, voll gut. Und jetzt noch die Anzahl. Du musst eigentlich nur so. Ja. Oh, okay. Immer krieg ich 1. Bereit? Auf die Plätze, fertig. Los. 1. Gut, gar nicht. Also, ich meine, es könnte viel schlimmer sein. Schau mal deinen Bronzer an. Hallo. Ich darf ihn schön machen. Ich finde blöd, wie dieses Spiel jetzt ihre Wendung nimmt. Nicht viel schöner. Doch. Du bist wunderschön. Gucken wir mal, wenn ich dem einen Kuss gebe. Na, das sieht man gar nicht. Als nächstes kommt das Allerwitzigste, glaube ich. Was? Und jetzt kommen wir nämlich zu Setting Spray. Unserem letzten Schritt. Ja, das ist der letzte Schritt, das müssen wir so genießen. Ja. Okay, warte, ich mache das mal hier ein bisschen weg und putze es ein bisschen sauber. Wer möchte übrigens dieses Spiel am Ende haben? Ich verlose es. Ui. Man muss immer neu sprühen, weil es geht sich an der Seite weg. Der Lippenstift wird jetzt auch nicht retten. Das sieht toll aus. Okay, du musst anfangen, glaube ich. Ich beginne zu würfeln. Ja. 4. 4. Wir müssen immer hier neu sprühen. Ah ja, nimmst du? Ich habe eine 2. Boah. Eine 6. Jetzt. Hey. Voll gut. Es ist schon nass. Oh, meine Wimper. Es ist schon nass. Oder? Ja. Das stinkt. Ich mache jetzt für mich. Meine Nase. Oh, das brennt ja irgendwie so. Mann, jetzt hat es meine Wimpern abgefällt. Muss so lassen. Oi, beide. Oh. Okay. Bist du zufrieden mit deinem Look? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor dir. Du red! Also ich glaube, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist dein. Also ich würde eher mit deinem Make-up. Okay, nein. Ich würde mit keinem Make-up rausgehen. Beide. Also ich denke, am meisten hattest du ein bisschen Pech. Ja. Aber du hattest zwar weniger, aber dafür hattest du die schlimmsten. Genau, den Bronzer. Genau. Aber den hast du dir selber eingebrockt. Das war. Ich war mir so sicher, dass du es kriegst. So sicher. Schreibt uns mal in die Kommentare, wer von uns besser aussieht. Wer ist schöner? Also wie würdet ihr eher rausgehen? Ich glaube, ich würde eher wie du rausgehen. Ich weil das ist schon. Ich sehe aus, als wäre ich in so einer Schlammschlacht gewesen. Kriegsbemalung. Schlamm. Auf jeden Fall könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, auch ob euch das Video Spaß gemacht hat, ob wir sowas öfters machen sollen. Ja. Und natürlich ist dieses Video nicht das einzige, was wir gedreht haben. Wir haben noch ein YouTube-Video für Paulas Kanal gedreht. Mit einem Hi.
Ja, das ist auch sehr spannend und da mal schauen, wer da viel Pech hatte. Das müsst ihr selber herausfinden, ja, weil da gibt es auch einige Aufgaben. Das ist natürlich der erste Link unten in der Infobox, also einfach unten in die Infobox reinschauen. Und genau, da sind auch alle unsere gemeinsamen Videos. Genau, und der erste Link, aber ich schreibe es euch natürlich auch nochmal genauer hin, kommt ihr zu Paulas Video. Gebt diesem Video super gerne einen Daumen nach oben, das würde uns natürlich extrem freuen. Und vergesst nicht, den Kanal hier unten kostenlos zu abonnieren. Ihr könnt zum Beispiel auch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, falls was Neues auch. Du machst mich voll nervös. Sorry. Nein, schon. Also ihr könnt gerne, wie gesagt, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Und wir hören jetzt auf. Ich muss Paula verprügeln. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen und bis dann. Tschüss. Sag auch tschüss. Tschüss. Scheiße.